Endlich haben Wissenschaftler das große Rätsel um den Erfolg von Facebook gelüftet. Endlich wissen wir, weshalb 900 Millionen Nutzer so viel Zeit ihres Lebens damit verbringen, Nachrichten von Freunden zu liken oder eigene Meldungen zu posten. Wenn wir etwas Persönliches von uns auf Facebook preisgeben, etwa unsere Meinung zu einem Thema, dann hat das die gleiche befriedigende Wirkung wie Sex oder Essen, sagen Wissenschaftler. Denn jeder hat den Drang, von sich selbst zu erzählen. Mindestens 30 bis 40% der gesamten Redezeit verwendet der Mensch für das Reden über sich selbst. Und solche Selbstoffenbarungen werden als besonders positiv empfunden, jedenfalls von einem selbst. Dabei ist die Erkenntnis nicht neu. Wer die Chance hat, einem anderen etwas von sich zu vermitteln, dem geht es besser, egal ob im direkten Gespräch oder via Social Network. Der Effekt ist derselbe. Ich habe mir etwas von der Seele geredet, habe mir Luft gemacht. Die deutsche Sprache hat viele solche umschreibenden Begriffe für die befreiende Wirkung eines ehrlichen Wortes. Für dieses ehrliche Wort braucht es aber auch jemanden, der ein offenes Ohr dafür hat, der zuhört, der versteht. Und das ist eben ein Merkmal der sozialen Netzwerke, dass sie den persönlichen Kontakt zwischen den Menschen eben nicht ersetzen. Die, die versuchen, diese Kontakte allein übers Netz zu pflegen, vereinsamen. Dennoch ist der Kontakt via Netz echt, das geschriebene Wort genauso wahr wie das gesprochene und wie im wirklichen Leben hat es Konsequenzen, wie ich mich in Facebook verhalte. Das Echte spielt sich genauso hier wie da ab, mehr oder weniger Leben gibt es nicht. Es ist immer das ganze Leben und die Befriedigung, die ein geglücktes Gespräch oder ein treffender Facebook-Eintrag bietet. Dieser Moment geglückter Kommunikation ist kostbar, egal ob in echt oder im Netz.